neues Video von uns. Jawohl, hallo Leute. 10 Tage ungefähr, 10, 11 Tage, dann startet ja die Tour. Zeit nochmal so die letzten Dinge zu klären und zu organisieren, bevor es dann wirklich richtig losgeht. Und dazu das Video heute mal. Ja, da sind ja immer noch ein paar Dinge zu erledigen vorher. Krankenversicherung fürs Ausland, ja. Der Hund, passt das alles so mit dem Dokumenten und so, und dann müssen wir die Fähre noch irgendwann buchen, was wir aber auf jeden Fall irgendwie erst unterwegs machen werden, weil man das eben nicht stornieren kann, haben wir gelesen, und wir wissen ja nicht, passiert irgendwas mit dem Bus oder irgendwie. Ja, die Reise bis Tarifa runter ist ja doch ganz schön weit. Ja. Und da kann man nie so vielleicht auf einen Tag genau sagen, wenn sie bei da. Hast auch keinen Zeitdruck, also. Ja, und dann macht das sicherlich Sinn, vielleicht während der Fahrt, wenn wir schon langsam uns annähern, zu gucken. Oder vielleicht sind wir auch ganz crazy und schauen mal am letzten Tag, wenn man da ist, dann gibt es ja manchmal so Restplätze für den Apfel und ein Ei. Und nehmen dann die. Das wäre auch eine Idee, ja. Da gucken wir mal, weil wir sind ja flexibel. Wenn wir jetzt mal einen Tag dann da in Tarifa bleiben, muss es auch nicht schlimm. Ja. Von daher, da sind wir noch offen, aber wir schauen schon mal mit wachem Auge, welche Möglichkeiten gibt es da halt. Und ist ja auch nicht ganz kostengünstig, ne? Ist schon ein ganz schöner Preis, den es da gibt für unseren großen Bus und uns. 4 plus Sydney, das ist schon ordentlich. Da willst du ja auch nicht auf 2 Tage irgendwo in der Ecke sitzen mit deinen ganzen Sachen, sondern willst ja schon eine Kabine haben mit den Kindern auch, dann können sie schlafen und so. Und das ist dann schon mal so. Ist schon wie eine kleine Kreuzfahrt. Ja. Ja, wie gesagt, was du zum Anfang sagst, Auslandskrankenversicherung. Wir sind ja sonst sicherlich nicht die überversicherten Freunde, aber Auslandskrankenversicherung ist sicherlich so ein Thema, was man immer haben muss. Ja. Das hatte ich mal, ich dachte mir auch so, ach, wird nichts passieren. Dann hatte ich doch irgendwie ein bisschen Bauchkrumm, als ich mit Jamie schwanger war. Und dann habe ich ja die ganzen Kosten alleine tragen müssen. Ja. Das ist dann schon mal so eine Ultraschalluntersuchung, mal eben eine Miete oder so. Ja. Nee, das sollte man schon, das wäre also eine klare Empfehlung für uns. Eine Auslandskrankenversicherung, die ist in jedem Fall sinnvoll. Ja. Gibt viel Schrott an Versicherungen, aber das ist sicherlich was, was das man... Das kann immer irgendwas sein, Zahnschmerzen oder irgendetwas. Und dann hast du einfach diese Absicherung. Ja, ja. Und Sydney, was du schon sagst, ist Freitag der 2. Termin für die Impfung. Da hatten wir euch ja in dem Video gezeigt, die schläft gerade draußen, da habe ich rausgeguckt, gezeigt, da kriegt sie jetzt den 2. Pixar und dann ist das Thema auch durch. Und nochmal gucken, dass die Unterlagen alle komplett sind für die Reise. Mhm. Dann sind wir da auch auf dem richtigen Weg. Sie hat uns ja morgen schon sagen. Ja, ja. Ja. Schauen, wie sich dann macht. Auf der Fähre hat man ja dann so Boxen für den Hund. Aha. Das ist für sie natürlich auch erstmal jetzt dann wahrscheinlich crazy, in einer Box zu sein. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das überstehen mit ihr. Wenn sie irgendwo ein bisschen unsicher sind auch so. Ne? Ja. Das ist ja doch eine alte Dame. Schon ein bisschen ängstlich auch, hat Angst vor dem eigenen Schatten. Ja. Hockt sie dann da in so einer Kabine, in so einer Box und irgendwie bei den Autos und oh, gucken wir mal, das ist echt blöd. Da werden wir mal schauen, dass wir öfter bei ihr sind dann halt, dass wir auch vielleicht Gassi gehen können da irgendwo oben auf Deck, dass er da sieht, okay, wir sind auch dabei, ja, auf jeden Fall. Dass er dann nicht so viel Angst hat. Ne? Ansonsten hatten wir noch ein paar schöne Kommentare jetzt auch immer die Tage, dass jemand... Interesse so auf den Kanal, das Interesse auf den Kanal ist ja schon groß. Mhm. Und nach Freicamper-Stellplätzen, weil wir sind ja auch jemanden oder welche, die nicht so auf dem Campingplatz wohnen wollen, sondern da, wo es wirklich schön ist, direkt zu stehen. Da gibt es zwar eine Internetseite, die hatte ich den Tag mal abends gefunden, aber keinen Bookmark gelegt, haben wir jetzt nicht gleich wiedergefunden. Aber da kann man dann so den Wunschort eingeben und dann zeigt sein ringsrum so bisher schon mal gefundene Freistellplätze. Das ist als Hinweis vielleicht mal nicht schlecht. Wobei wir eben diejenigen sind, die erstmal losfahren, gucken und stehen bleiben, bis jemand klopft und sagt, ihr müsst hier weg. Wir fahren ja auch nicht wirklich auch mit unserem Das ist ja eigentlich ein Auto, ein größeres, so als mobiles, als ein Wohnmobil ist ja nicht unbedingt zu erkennen. Also wir sind ja nicht auch welche, die jetzt da irgendwelche Zelte aufschlagen und... Ja. Wir sind ja eher so, dass wir jeden Tag woanders sein möchten am liebsten. Und klar, wenn mal irgendwas richtig, richtig toll ist, bleibt man doch mal ein paar Tage. Aber da gibt es eben diese App, da kann man halt, okay, da weiß man, okay, da kann man stehen bleiben. Oh, das ist dann ganz toll. Die müssen wir noch finden, dann verlinken wir sie euch. Genau. Ansonsten hatten wir ja schon mal so eine kleine Übersicht gemacht für die Sachen, die wir so mitnehmen. Und oben am Dachboden haben wir jetzt so das gesamte Equipment so langsam mal hingestellt. Ja, das zeigen wir vielleicht mal alles noch. Dann nehmen wir euch mal mit hoch auf den Dachboden. Ja.
und zeigen euch, was es so alles mitzunehmen gibt. Ist immer gut, irgendwo eine Ecke zu haben, wo die Kinder nicht unbedingt hinkommen und man schon mal so sieht, okay, das haben wir jetzt alles schon, das brauchen wir noch. Ja, weil es ja schon sonst bald... hast du schnell mal wieder einen großen Haufen, wo alles drauf liegt. Oder alles verteilt oder irgendwas anderes reingestopft. Ja, ist schon lustig. Ganzen Gabeln raus, Teddys rein. Ja. Dann stehst du da, machst Camping auf, oh, lauter Teddys, aber keine Gabel dabei. Insofern, das haben wir oben mal ein bisschen platziert, dann nehmen wir euch gleich mit hoch und zeigen euch das auch nochmal, was jetzt so ein Gesamtequipment in den Bus reinkommt, bevor wir den jetzt die nächsten 5-6 Tage rund machen. Ja. Ja. Okay, dann nehmen wir euch mit hoch. Ich schwenk da mal rüber. So, damit geht's los. Eigentlich unser Equipment so für den Strand mit und für die Fahrt zum Strand, sofern eine gute Küstenstraße zu sehen ist. Die coolen Skateboards und Jamies neues Skimboard. Mal gucken, wie er sich damit schlägt. Dann brauchen wir natürlich Beachwear, unsere Strandtücher, Badehosen, Bikinis, damit die Juni auch toll am Beach aussieht. Na, ganz wichtig, nicht zu vergessen, unsere Reisedokumente, vor allen Dingen auch für Sydney, die alte Hündin, damit sie da auch mit darf aufs Schiff. Dann haben wir ja noch so ein bisschen Beachwear und Spielzeug, so Flossen, Schwimmhilfen, alles was man so am Beach am Ende des Tages braucht. So, und das ist unsere Tasche für die ganzen Küchenutensilien und die wichtigen Dinge, die man so dabei hat. Hier Teller, Besteck, hält auch schön kühl, also da kann man mal was einkaufen und es hält dann ein bisschen kühl. Und da haben wir eben Dosenöffner und Scheren und Becher. Feuerzeug auch ganz wichtig und eben mal ein paar Gewürze eingepackt. Da gibt es da ja immer nur in Großpackungen, deswegen haben wir mal so einen kleinen Streuer dabei. Genau. Dann von den Kiddies, Jamies, Badehosen, seinen Rucksack für den Beach, Badeschuh. Da hat Jamie auch nochmal ein Video gemacht auf seinem Kanal. Genau. Können wir euch in die Infobox packen. Kommt hier oben rein und dann könnt ihr euch das mal anschauen auf Jamies Kanal, wie er das Ganze sieht, was er so mitnimmt, was ihm wichtig ist. Das gehört aber eben zu dem alles, was im Bus reinkommt. Und von Julie natürlich auch die ganzen Klamotten. Da ist etwas mehr, weil Julie doch hin und wieder mal sich so zurecht macht, dass man es nicht mehr tragen kann. Dann haben wir natürlich auch für unsere schöne Haut schon vorgesorgt, wenn wir in die Wärme kommen und die Sonne strahlt, dass wir da gut geschützt sind. Unsere Küche. Mal Julies kleine Küche, die musste mit und unsere Küche an sich. Damit sind wir auch auf Sardinien gewesen die ganze Zeit. Ja, dann haben wir so eine kleine Pfanne und unsere Töpfe. Und das ist alles im Rauch. Also wir haben dann immer schön hier unser Wasser aufgesetzt, Nudeln gekocht, Gemüse warm gemacht. Ja. Das funktioniert alles. Ja. Dann ein anderes Beachtuch. Dann noch ein schönes Beachtuch und habt ihr ja schon in einem anderen Video gesehen, die Hängematte. Und so die ersten Stückchen von der Bettwäsche, die man ja braucht zum Schlafen. Den Rest seht ihr dann ja im Bus. Ja, Matratzen, Decken, Kissen und so eine Dinge alles, die sind dann halt entsprechend im Bus dabei. Ganz genau. Und deswegen haben wir die Motte. Und die Motte oben eigentlich nicht rein. Ja, weil dann immer nämlich alles, die dann rauskramt. Ja, in aller Liebsten. Guck mal, Julie. Da ist die Motte drauf. Nein. Okay, die Motte moppelt immer alles. Klaut. Ja. Du beklaut immer alles. Was ist das hier alles, Julie? Ich will gar nichts. Willst du auch mit dem Bus mitfahren? Nein. Willst du hier bleiben? Nein. Was willst du dann? Willst du nicht mit ans Meer fahren? Nein. Auch nicht? Ist gerade Nein-Tag? Ist heute Nein-Tag? Wo sind Julies Sachen? Zeig mal. Julie schläft. Ihre Floaties. Julie muss schlafen. Ja, das sind so die Sachen, die jetzt den nächsten Tag in den Bus kommen. Unten sind wir auch gerade noch dabei, schon das technische Equipment zusammenzustellen. Da warten wir noch auf eine... Kommt noch unsere Kamera genau. Und dann zeigen wir das alles. Dann müssen wir noch die ganzen Sachen laden. Und was da noch alles Bett gehen. Und dann seht ihr auch noch, was das ganze technische Equipment halt ausmacht.
Juli ist müde. Die Juli ist müde? Ja. Und geht ja. Du jetzt noch eine Runde schlafen? Doch, ja, machen. Okay, sag bye-bye. Okidoki, ciao. Ciao.